Ja, und herzlich willkommen zurück bei Battlefront 2. Ja, mit dem Sound habe ich ja schon mal im letzten Video erklärt. So, jetzt geht's auf Hoth. Kleine Info zu Hoth. Hoth wird gesprochen, wie es geschrieben wird. Weil es andere wie Hoth, Hoff oder... Egal, Hoth wird ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Der Planet wurde nach einem deutschen Panzergeneral benannt, also er hieß Dienstrang General Oberst Werner von Hoth, Panzerkommandeur. Er sollte den Kessel von Stalingrad aufsprengen, was ihn leider nicht erglückt ist, was man ja heute weiß. Ja, wollte ich nur mal gesagt, als kleine Info. Erstmal die ganzen Mal Schneetrupp. Ja, das dieses Level ist wirklich eins der härtesten. So, wir haben jetzt 20 Minuten. So. Oh, es geht schon mal gut los. So, leider geht dann nicht schneller. So, das sind unsere. Gut. Oh, ne, unseren eigenen nicht killen. So, jetzt sollen wir erstmal hier schön nach Rebellen grillen. Hoffentlich geht das schnell, ja. Ist am Ende sehr hart, das Level. Also so viel kann ich schon mal verraten. So, jetzt gehen wir schnell rein. So. So, müssen wir aufpassen, die kommen nämlich auch gern von da oben. Okay. Gehen wir hin. So, da ist der Bunker. Na, was versucht der denn da? Müssen aufpassen, diese Schneegleiter können uns gefährlich. Interessanter Aspekt von diesen Schneegleitern ist auch, dass sie eigentlich gar keine Kriegswaffen sind. Das waren eigentlich mal zivile Transportmittel, wurden ab dann umgebaut. Ja. So, damit es eine ordentlich schöne Rebellen killen. So, jetzt sind wir noch einen verdinkeln. So, den Turm hätten wir. Kleiner. Was ist das? AT-AST oder so. Ist ja auch game. Wir müssen jetzt auf jeden Fall jetzt mal hier rein.
Na, der ist schon schneller da. Wieso? Ich will doch einsteigen. So. Du. Ordentlich noch reinballern. Könnte ja jemand drinstehen. Ah, der wollte uns jetzt Gurke. Wir sind nämlich dann zum Schildgenerator. So. Hier tut jemand feuern auf uns. Und wir haben einen Kameraden, der hier drin mit steht. So, öffnet sich. Jawohl. So. Ja, wir sitzen einfach mal drin. So, da dürfte auch gleich eine Zwischensequenz wiederkommen, wenn wir den zerstört haben. Jawohl. So, jetzt müssen wir. Oh, das wird jetzt knallhart. Der ist blöd, wenn man gegen den Fuß läuft. Sind das Kamikaze oder warum fliegen sie gegen mich? Auch den letzten. Warum fliegen die immer gegen mich? Noch 14 Minuten, das wird knapp. Geht das Ding schneller? So, es geht's mal selber. Weil das dauert mir doch. Bin zu Fuß schneller. Das sind schon welche. Da ist geh schnell hier. Naja. Ist halt schlecht, wenn man jetzt steht. Wollte ich nochmal schnell gucken. Keine Angst, es geht gleich weiter. Ich wollte nämlich gucken wegen
Gegner ist nicht drinne. Na, jetzt ablehnen, annehmen, mach mir Ü, okay. Wenn wir dann nämlich, ihr könnt nämlich Lord Vader spielen. Warte nur, bis mal hier eine von meinen Jungs kommt. Ich glaube, ich sollte jetzt mal langsam vorrücken. Da kommt schon welche von. Der hier rein. Dass du auf meiner Seite bist, glaube ich weniger. So, jetzt gucken. So, uns jetzt nichts passiert. Den eine. Komm, die letzten. Komm, komm, komm. Und jawohl. Ja, ich renn vor dir. Bin jetzt ein bisschen aufgeregt. So. Ja, wo sind denn noch ein paar Gegner? Und jawoll. Okay. Jetzt beschützen Sie das Signal. Wir peilen Ihre aktuelle Position an. Wie soll das werden? Wegen
Oh, verdammt. So, jetzt brauchen wir einen Techniker. Oh. Na, das sieht nicht gut aus. Dürfen wir jetzt ja nicht sterben. Nein! Wenn das jetzt kaputt geht, dann haben wir verloren, Leute. Und? Jawohl! Und? Und? Komm, Sieg, Sieg. Ja, ich hab gewonnen. Ja, beim ersten Durchgang. Ah, das ist gut. Ich hab da mal einen ganzen Monat nur dran gegangen. Und der Sieg, der fühlt sich wunderbar an. Das war gut. So. Sind wir fertig. Und kommen wir jetzt auf gewettet. Na, erstmal Ladescreen. Ja, jetzt kommt die gewettet. Ja, also ich fand das Spiel hervorragend. Also kann man nicht meckern. Grafik, okay. Kann man jetzt meckern. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Okay, die letzte Mission war schon. Die letzten zwei, muss ich ehrlich sagen, waren wirklich etwas sehr hart, weil es wirklich, wie sagt man, da waren die Rebellen etwas überlegener. Ja, und sonst, also ich kann es jedem weiterempfehlen, der das will. Worüber ich mich jetzt freuen würde, wäre, wenn jetzt noch der dritte Teil, also ein dritter Teil rauskommen würde von Battlefront, das wäre sehr gut. Also das war jetzt kein Ende, wo man sagt, ja, ist nicht. Da gibt es noch einen anderen Teil. Nein, und die Hersteller hätten jetzt nur gesagt, ja, wir brauchen es jetzt unbedingt. Hört auf, ja, war ja nicht. Ein gutes Ende, wie man es erwartet. Wie halten das da was? Ja, plus auch die Geschichte zeigen der 501. Ja. Dass man Jedi spielen kann, also besser gesagt Helden, okay, oder Schurken, wie man es sehen möchte. Finde ich jetzt persönlich der halb so gut, ja, weil es ja eigentlich im Prinzip ja bloß um 501. Legion geht. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fand es hervorragend. Ja, und dann sehen wir uns dann. Also das Projekt ist lange noch nicht beendet bei Battlefront. Battlefront, da kommt jetzt noch, Galaxien erobern, also die Herrschaft des Imperiums. Ja, dann sehen wir uns dann auch beim nächsten, nicht beim nächsten, ja doch beim nächsten Part. Und das heißt Galaxie erobern. Ja, und da bleibt nur eins zu sagen, die Macht ist mit dir.